Der heimische Wald macht im Moment sicher eine schwierige Phase durch, die aber nicht vom Wild verursacht wurde. Das muss man ganz klar auch aus des Jägers Sicht sagen. Da spielen Klimawandel, Trockenheit, das Anpflanzungsverhalten des Menschen in den letzten 150 Jahren, das sind wesentliche Punkte, mit denen der Wald mittlerweile zu kämpfen hat. Aber es ist nicht das Schalenwild, das zu viel Bäume abfrisst oder so, sondern da nimmt man sich als Schuldigen im Moment das schwachste Glied raus, und das finden wir Jäger schon sehr verwerflich, muss man in der Deutlichkeit auch sagen. Die Hauptaufgaben von einem Jäger sind, nach dem Wildbestand zu sehen, ob der der Landschaft angepasst ist und dem Biotop, in dem er lebt. Und dann hilft man Wildarten, die es schwerer haben, die pflegt man etwas mehr. Und andere werden dann auch bejagt, um eine Überpopulation zu verhindern. Jäger sind wichtig nach wie vor, um einen artenreichen Wildbestand zu erhalten und zu pflegen, auch unter Berücksichtigung von Belangen der Landwirtschaft und Forstwirtschaft. So sagt es auch das Bundesjagdgesetz aus. Und von allein funktioniert Natur in unserer Region und in Deutschland eben nicht mehr.